Hallo liebe Moonies und herzlich willkommen zum Moon Eternal Podcast 6 mit den beiden Folgen 175 und 176. Und wie immer sind mit am Start Sailor Cat und... Das Mad Eye. Yeah. Yeah. Genau. Ja, bevor wir aber anfangen, haben wir noch Fragen bekommen. Genau, und zwar, die wurde unter einem Video gestellt, die Frage, von... Ja. Andrea Völker. Ja, und sorry, dass das alles erst jetzt kommt, aber wir haben halt so viel im Voraus aufgenommen, dass es halt dann jetzt alles sehr verschoben kommt. Und es wird wahrscheinlich sogar noch mehr. Tja. Die Fragen. Ich habe zwei Fragen. Wieso sind die Superformen der anderen Sentry nicht so besonders wie bei Super Sailor Moon? Ich bin nicht ganz sicher, was du damit meinst. Meinst du, dass die halt nicht so stark sind? Oder meinst du, dass die nicht so schön aussehen? Wahrscheinlich das Aussehen, oder? Könnte sein. Es könnte auch sein, dass die Stärke gemeint ist. Und da muss ich sagen, ich habe tatsächlich bis auf die eine Folge, wo sie die Superformen bekommen und wo sie dann was schaffen, habe ich nie den Eindruck gehabt, dass die jetzt stärker sind. Ja, also wenn du die Stärke meinst, dann Sailor Moon ist ja sowieso immer stärker. Also die ist halt die krasse Hauptperson. Aber nee, ich habe aber auch das Gefühl, dass die Super Senshi einfach nicht stärker sind als die Vanilla Senshi. Doch, das Gefühl habe ich schon. Ich meine, die hatten ja dann, ja gut, in der einen Folge mit Pegasus halt, aber ja, auch ja, wie gesagt, die ist die Ausnahme, aber danach reißen die auch nichts mit, nicht mehr wirklich. Sie haben neue Attacken, aber die bringen genauso wenig wie die alten. Na, also, dass sie nichts bringen, das stimmt nicht. Ja, die alten haben auch nicht nichts gebracht. Ja doch, also mit den neuen Attacken haben sie doch schon was bewirkt. Ich glaube, Mercury hat sich mit ihrer neuen Attacke irgendwie befreit aus dem Computer oder, also irgendwas anderem hat sie sich befreit. Und wir hatten es ja auch schon, dass offenbar die nicht, also die Vanilla Outers immer noch stärker sind als die Super Inners. Ja gut, das jetzt vielleicht schon. Kann ich ja vielleicht mal nachschauen. Ich habe ja dieses Fanbuch zum Super S-Movie, wo die Attacken mit irgendwelchen Stärkeangaben drinstehen, aber da denke ich mir bei so vielen Sachen einfach so, warum? Die Zahl, die da steht, macht überhaupt keinen Sinn. Ich wollte gerade sagen, ich glaube nicht, dass du da wirklich verlässliche Informationen rausbekommst. Also das sind zwar die offiziellen Infos, aber da denke ich mir halt teilweise so, nö, das kann eigentlich nicht sein, aber gut. Ja, aber ich denke mal, sie meinte eigentlich die Schönheit oder halt das Aussehen dieser Dinger, weil sich bei Sailor Moon ja doch einiges ändert, aber bei den Inners halt nicht. Ja, okay, dann, ja, wie du gerade gesagt hast, da ist ein bisschen mehr Kapital ins Design von Sailor Moon geflossen. Also ich habe so die Theorie, es ist vielleicht, weil Sailor Moon an sich ja jetzt nicht so die eine Signature-Farbe hat. Also sie hat halt jetzt nicht so die eine Farbe, die sie ausmacht. Aber die anderen Senshi, die haben ja jeweils so ihre eigene Farbe. Wisst ihr, wie ich meine? Und die wollte man halt vielleicht nicht verändern mit dem Rock. Ja, und ich meine, also ich fand es ein bisschen schade. Für mich wirkte es halt so, dass bei den Superkostümen wurde halt zu viel gleich gemacht. Das fand ich sehr doof. Ja, das stimmt, das hatten wir ja schon bei Saturn. Aber auch ansonsten, da verändert sich halt fast gar nichts. Sie haben halt diese durchsichtigen Dinge an den Schulterpolstern und die längeren Schleifen. Und ich glaube, eine andere Brosche und sonst... Vielleicht ein bisschen andere Schmuckzeugs, aber sonst, das war's. Eine andere Brosche ist gut. Also die Kontur, die im Grunde genommen texturlose, runde Brosche wurde ersetzt durch eine völlig texturlose Herzbrosche. Also ja, wow. Also, ja, das ist leider schon sehr lame. Wie gesagt, ich weiß auch nicht, warum. So ein bisschen mehr hätte man doch machen können. Aber, ja, das mit den Röcken wollte man wohl nicht. Die nächste Frage ist interessanter. Also immer noch von Andrea Völker. Was sind Darkstars oder gibt es die nur im Manga? Falls es die nur im Manga gibt, weiß man, was die im Anime sind. Naja, die gibt es so, kann man... Also, die gibt es nicht nur im Manga. Also, aber man weiß, was die im Anime sind. Die Darkstars sind im Grunde die Oberbösewichte. Also, Metallia, Death Phantom, Pharaoh 90, Nihilenia und Chaos. Chaos sehen wir im Anime nicht. Genau, also die gibt's theoretisch im Anime schon halt mit diesen Oberbösewichten, die halt meistens nur so eine dunkle Macht sind und keine richtige Person. Aber es wird halt im Anime nie von Darkstars geredet. Das wird halt nur im Manga erklärt, dass alles Darkstars waren. Und die kommen halt wie die Sailor Senshi auch aus einem bestimmten Ort. Und die sind halt quasi so die Gegenspieler zu den Sailor Senshi. Die kommen alle aus dem Chaos.
Sind halt im Gegensatz zu den Sailor Senshi, sind sie eben keine Sterne geworden und deswegen Darkstars. Der Begriff Darkstar fällt im Manga auch gar nicht, das ist ein reiner Fanbegriff. Ach so, das wusste ich gar nicht mehr. Ich war gar nicht sicher, ob das im Manga vorkommt. Nein, nein, es wird zwar mal von dunklen Sternen gesprochen, aber so, es ist kein so ein feststehender Begriff. Ach so, aber ja, das sind halt so Dinger, die wurden keine Sterne und die werden jetzt aber vom Licht angezogen. Es ist kompliziert. Im Grunde genommen, es sind halt die Oberbösewichte und im Anime wird dazu gar nichts gesagt, also so ist ja. es. So, dann haben wir eine Frage, die habe ich noch nicht gelesen vorher, aber wir haben eine von Sailor Usagi. Ihr habt in euer Podcast gefragt, warum Usagi als die Beine Helenia ist, nicht mehr Eternal Sailor Moon oder Super Sailor Moon ist. Ich glaube, das ist, also es scheint keine richtige Frage zu sein, aber gut. Ich glaube, das ist, weil der Silberkristall die Verwandlung nicht mehr aufrechterhalten konnte, weil der Silberkristall ja von der Stärke von Usagis Herzen abhängt. Und deswegen glaube ich, dass, weil Usagi so durcheinander, so aufgewühlt war wegen Mamoru, dass der Silberkristall immer schwächer wurde und sie dann wieder zur zivilen Usagi wurde. Sorry wegen meiner Rechtschreibung, ich liebe euren Podcast. PS, bitte im Podcast antworten, was ihr dazu meint. Dankeschön. Ja. Danke, und... ist eine plausible Erklärung, also ist ja keine, ist jetzt keine Frage, wenn du die Antwort gleich mitlieferst. Mit der Antwort kann ich leben, das passt. Ja, auch wenn das im Anime doch, glaube ich, gar nicht gesagt wurde mit der Kraft ihres Herzens, oder? Das war doch eher nur im Manga. Ja, stimmt, das und im Manga auch nicht, wird das auch nur einmal gesagt, glaube ich. Ja, aber es wird schon Sinn machen. Oder was ich mir halt vielleicht noch denken kann, dass eine Helenia das irgendwie verhindert hat und sie halt zurückverwandelt hat. Aber es wäre halt schön gewesen, wenn man dann vielleicht eine Erklärung gehört hätte, nur ganz kurz. Und ich hätte auch gerne gewusst, was mit ihren Socken passiert ist. Ja, stimmt, die armen Socken. RIP Socken. Okay. Das waren die Fragen. Ja, dann kommen wir doch jetzt zu unserer ersten Folge. Folge 175, also, oh, wir sind jetzt... wir sind in den letzten 25 Folgen angekommen. Oh mein Gott. Der Weg zum Ruhm. Und auf Japanisch. Werde ein Star. Minakos Ambitionen. Ja, das sagt's nämlich direkt, weil Minako hat einen Plan. Ja, voll den super Plan. Ja, sie will natürlich unbedingt ein Star werden. Sowohl, und halt, sie will sich auch an die Three Lights ranschmeißen. Und deshalb schmeißt sie sich jetzt auch an die Three Lights ran und Usagi soll heimlich Fotos machen, damit sie die dann so an die Presse schicken kann und behaupten kann, sie wäre die Freundin der Three Lights. Da, das wieder, an sich, das an sich ist ja schon so eine Arschloch-Aktion hoch 10, ne? Ja, also mal wieder Moralcharakter Minako. Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, aber es ist halt schon wieder so... Sailor V, kannst du bitte mal aus deinem Manga steigen und dieses falsche Abbild deiner selbst vernichten? Ja gut, ja, also ich will ja nichts sagen, aber Sailor V... Sailor V ist auch nicht so viel besser als die spätere Anime Minako. Die ist ja auch so überdreht und teilweise auch echt gemein, zumindest zu Artemis. Ach Quatsch. Kann bitte Manga... also Sailor Moon Manga Sailor Venus kommen? Ja, also oder das, Crystal, das ist halt, ne? Ja, das ist halt echt super verwerflich. Du kannst halt nicht einfach von weitem weg Fotos machen und von Leuten halt und die dann nicht fragen und dann natürlich will sie das dann auch noch an die Presse senden und Lügen behaupten. Super. Was mir dazu einfällt, wie hat sie sich das eigentlich vorgestellt? Will sie dann von allen drei behaupten, dass sie die Freundin ist? Ich glaube, sie wollte es halt so einen nach dem anderen versuchen und wenn es halt mit dem einen nicht klappt, dann mit dem anderen, aber was? Das ist natürlich voll der bescheuerte Plan. Alter Falter, so perfide habe ich ja noch gar nicht gedacht. Ja, klar, es geht auch. Ich möchte auch übrigens nochmal erwähnen, ist mir jetzt noch nicht passiert, glaube ich, aber andere YouTuber haben halt oft das Problem, dass Leute so sich nicht trauen hinzugehen und deshalb dann Fotos von weiter weg von ihnen machen. Und das ist halt echt nicht so cool. Also auch bei Cosplayern, wenn ihr Fotos machen wollt, dann geht einfach hin und fragt. Bildungsauftrag war wieder erfüllt, ja? Genau. Ja, weißt du, wenn Minako hier immer so unmoralisch ist, dann können wir hier gute Botschaften raussenden. Sehr gute Idee. Ja. Okay, wie geht's weiter? Ja, Minakos Plan hält keine 5 Minuten, denn dann hat sie schon den nächsten Plan, der auch nicht viel cleverer ist. Sie will jetzt die Assistentin der Three Lights werden und dadurch berühmt werden.
Ich meine, okay, ist auf jeden Fall moralischer, aber warum sollte sie als Assistentin jetzt plötzlich auch berühmt werden? Ich finde es ja gut, dass offenbar im Japanischen der Begriff Assistent also verwendet wird, weil im Deutschen ist die Rede von Manager, was so völlig daneben läuft. Ja, stimmt, das habe ich, glaube ich, auch gelesen. Nee, im Japanischen ist es nur der Assistent, sie ist nicht die Managerin. Und ich frage mich bis jetzt, wie sie das geschafft hat. Das habe ich hier irgendwie ganz weit unten als Punkt stehen. Wie zur Hölle hat sie sich denn jetzt da eingenistet? Ja, Ray fragt das auch. Es wird auch nicht aufgelöst, wie sie das geschafft hat, aber ja, sie ist tatsächlich die Assistentin der Three Lights mit ihrem Einverständnis. Ich finde übrigens, wenn wir gerade von Dick-Moves von Minako sind, wie sie auch einfach immer in die Bar, also ins Fruit Parlor kommt, Usagi zur Seite schubst und ihren Saft wegschlürft. Ja, das ist auch schon wieder so ein arschiger Move von ihr. Das ist mir auch aufgefallen. Das macht sie, glaube ich, 2 oder 3 Mal in der Folge. Ja, denkt mir so, warum denn Minako? Ich vergleiche das gerne mal mit der Crystal Minako, die sich gefühlte 5 Minuten entschuldigt hat, weil sie nach einem Teleport auf Usagi gelandet war. Genau. Ja, es ist so. Aber ich glaube, Gut. über Minako haben wir uns jetzt schon genug ausgelassen. Machen wir mal weiter. Ja gut, dann haben wir natürlich, also wir sehen mal den Proberaum der Three Lights, was auch irgendwie ganz cool ist. Ich nehme an, es soll der Proberaum sein. Ganz Ja. nett haben die es da. Ja, und ich glaube, also ich bin nicht 100% sicher, aber ich glaube, Jaten singt schief. Der soll irgendwie Tonleitern singen, aber ich hatte das Gefühl, er singt schief. Ich glaube, wir reden von einer anderen Szene. Echt? Ja, weil hier ist nämlich nur Saya am Gitarre stimmen. Echt? Nee, aber ich dachte, das war das Gleiche. Na egal, vielleicht auch nicht. Gut, die reden halt darüber, dass sie möglichst berühmt sein wollen, weil sie jemandem auf sich aufmerksam machen wollen, wer das wohl sein wird. Ach so, ja, dann war das vielleicht doch noch nicht da. So, und dann haben wir Sailor Iron Mouse, die in irgendwelchen Magazinen blättert, um potenzielle Opfer zu finden. Und da ist mir, haben wir das schon mal gesagt oder ist mir das zum ersten Mal eingefallen? Irgendwie erinnert mich das so ein bisschen an das Verfahren. Also erstmal, das hat ja Mimette genauso gemacht und im Grunde das Amazonentrio ja auch. Gut, die hatten Fotos. Was mir so eingefallen ist, sind nicht auch so ungefähr einige der Entwürfe von Naoko Takeuchi entstanden, dass sie in irgendwelchen Magazinen geblättert hat? Ja, das wissen wir nicht offiziell, aber ich wette, genauso war es. Sie hat sich Modemagazine genommen, da drin geblättert und dann hat sie sich gedacht, boah, das sieht cool aus, da mache ich ein Bild mit. Oder das Also wird jetzt der neue Bösewicht. es ist mir so aufgefallen, ich sehe sie da förmlich sitzen, so am Blättern, und dann kreist sie das genauso ein, wie Iron Mouse das macht. So, ja, das passt. Ist halt echt so, weil es gibt halt echt viele Bilder von ihr, wo sie halt quasi die Outfits von irgendwelchen, ja, Magazin oder Modenschaus abgekupfert hat. Oder in ihrem Manga schreibt sie ja auch dann immer sowas wie, ja, und dann hab ich diese coole Glasstatue gesehen und deshalb ist das jetzt Schneeprinzessin Kaguya. Oder, ja, und dann habe ich mir noch diese Glaslampe gekauft und deshalb kommt die jetzt zum nächsten Manga-Kapitel vor. Alles klar, Naoko, alles klar. Kann man machen. Naja, ist mir nur so eingefallen. Ja, und sie Ja. sucht sich jetzt diese Star-Fotografin raus als nächstes Opfer. Yay! Fotos als Thema, das hatten wir ja noch nie. Ja, aber ich glaube, jetzt wird es auch langsam schwierig, was zu finden, was wir noch nie hatten. Ja, eben, es wird Zeit, dass die Serie zu Ende ist. Ja, also jetzt, gerade jetzt und auch schon in der vierten Staffel, da kommen jetzt so viel Zeug, was wir schon mal hatten. So an Opfer des Tages oder Monster des Tages. Ja, und dann, genau dann haben wir die Szene, die du meintest, mit Jaten, der falsch singt. Ja, da dachte ich mir dann auch schon so, okay, als Popstar keine Tonleitern singen können, sehr gut. Aber wie gesagt, ich bin nicht 100% sicher, wenn dann war es nur ein Mini-Bisschen daneben, aber ich glaube, ich habe das so gehört. Naja, manchmal läuft's halt nicht, ne? Ja, gut, aber Tonleitern singen sollte man jetzt vielleicht schon können, so als internationaler Popstar. An das international würde ich immer noch ein Fragezeichen machen. Dann halt als nationaler Popstar. Aber ja, also aus irgendeinem Grund ist Minako jetzt die Assistentin, wie auch immer sie das geschafft hat. Ja, aber das hat sie ja schon vorhin gesagt. Sie wurde quasi schon genommen. Wir haben das halt nur nicht gesehen, warum. Ja, und da kommt dann aber plötzlich so eine andere Fotografin und macht heimlich Fotos, was halt wie gesagt nicht cool ist. Und dann pfeift Minako sie zusammen. Und ich denke mir so, ach, du darfst das, aber sie jetzt auf einmal nicht.
Nein. Ich find's auch geil, wie Minako bei der Autogrammstunde so daneben steht und sich keine Sau für sie interessiert. Ja, sie sagt dann auch bei der Autogrammstunde, ja, es gibt übrigens auch Autogramme von mir. Und wir haben noch die lustige Szene mit Krebs-Usagi. Krebs-Usagi? Ja, also wo Minako steht da halt und guckt den Three Lights halt zu bei dem, was sie da machen. Und dann kommt auf einmal so ganz klein Usagi in so einem Krebsgang neben ihr her da, ins Bild. Okay, krass. Total bescheuert. Aber hey, ist sie nicht auch Krebs? Ja, stimmt. Vom Sternzeichen her. Yay, das war ganz schlecht. Au, 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 au. Minako fetzt sich mit der Fotografin. Genau, also bei der Autogrammstunde zieht dann die Autografin. Die Fotografin zieht sie dann auch wieder raus. Mhm. Aber ich weiß gar nicht mehr, was sie dann sagt. Ja, irgendwas von wegen, willst du selber ein Star sein? Ja, ich weiß nicht, ja, bald wirst du es wissen. Huch. Und ich habe lange ich habe die Stimme der Fotografin gehört und ich habe lange überlegt, Mensch, woher kennst du die Stimme? Die ist doch safe schon mal aufgetaucht. Und irgendwann kam es mir, na klar, Naru. Ach so. Ah, ja, ich wusste mal ihren Namen, aber jetzt fällt er mir nicht mehr ein. Und dann habe ich es nachgelesen, es ist nebenbei auch noch Yunyun. Ach so, echt? Ja. Ah, das kann sein. Es ist nämlich, Moment, ich hab's offen gelassen, Stephanie Kellner. Der Name ist mir gerade eingefallen, ja, stimmt. Spricht halt Naru, Yunyun und ein paar Nebenrollen. Unter anderem diese. Wieder random Trivia Facts. Ja, im Japanischen, ja, habe ich die Stimme natürlich nicht erkannt, logischerweise. Nein, ist ja schrecklich. Und dann kommt der Werbespot. Und an den konnte ich mich noch ganz gut erinnern. Ja, weil ich den schon so Banane ich mich fand. Auch. Weil sie auch so herrlich, also ich weiß nicht, wie es im Original ist, aber die müssen halt diesen Saft trinken und dann so was sagen wie, wirklich ein Genuss. Und sie klingen so unnatürlich wie der Sockenritter himself. Na okay, im Japanischen jetzt nicht so. Da sagen sie auch, wir trinken ihn. Aber da sagen sie es, glaube ich, mit ein bisschen mehr Enthusiasmus. Ja, es läuft halt darauf hinaus, dass der Saft eigentlich richtig kacke schmeckt. Aber sie müssen halt trotzdem so tun, als würde er voll gut schmecken und drehen die Szene auch ewig lang. Also halt trinken halt immer wieder. Und dann wird halt Minako so zum ersten Mal klar, wie hart es eigentlich ist, ein Star zu sein, weil du halt immer in die Kamera lächeln musst, egal was gerade ist. Ja, beziehungsweise Usagi ist ja die sich wundert und Minako sagt, ja klar ist das so, da musst du halt immer, immer fröhlich aussehen, das gehört halt dazu. Ja, gut. Aber sie hat das selbst noch nicht so ganz verinnerlicht. By the way, trinken die im Original auch rote Betesaft? Nee, ich glaube, da wird gar nicht gesagt, was es ist. Okay, weil wer zur Hölle trinkt rote Betesaft? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Das müssen ganz kaputte Gestalten sein. Wobei, ich wundere mich auch immer, es gibt ja auch Leute, die Tomatensaft trinken. Das finde ich auch schon seltsam genug. Wetten, jetzt kommen dann die wütenden Zuschauer mit, aber ich trinke das voll gerne, schmeckt voll gut. Ja, mein Vater trinkt das auch. Aber ich denke immer, was? Ich meine Tomaten, okay, aber Tomatensaft? Was ich mich auch gefragt habe, warum ist Usagi jetzt eigentlich dabei? Die ist jetzt die ganze Zeit auch mit dabei irgendwie, obwohl sie ja gar nicht die Assistentin ist. Und sich auch überhaupt nicht für die Three Lights interessiert, ne? Ja. Also im Deutschen sagt sie irgendwas wie, sie wollte eigentlich auf Minako so ein bisschen aufpassen oder sowas. Oder mal gucken, was die da so macht. Ja, wahrscheinlich. Und außerdem, hey, das fällt gar nicht auf, ne? Da sind halt zwei Blonde, die eine hat Odangos, die andere nicht. Die ist quasi dieselbe Person. Genau. Ja, yeah, okay. Jetzt muss ich mir mal überlegen, was kommt nach dem Spot? Der Eyecatch. Ach genau, nach dem Spot kommt das Fotoshooting. Ja, die werden halt jetzt von dieser anderen Fotografin fotografiert, also jetzt anscheinend offiziell. Und ja, dann irgendwann ist halt dann das Dings aus und ja, die Three Lights wollen halt schon gehen, aber die Fotografin sagt, ja, aber meine Fotos sind noch nicht perfekt, lass mich noch ein bisschen weitermachen. Und Minako ist halt schon so voll wütend, so nein, die Zeit ist um. Aber die Three Lights sind so, ja, klar, machen wir. Auch wenn halt alle jetzt gerade voll müde und hungrig sind. Und da merkt's halt dann Minako, wie hart es eigentlich ist, ein Star zu sein. Wobei interessanterweise, wenn sie wirklich die Managerin wäre, wäre genau das ihr Job, dafür zu sorgen, dass die drei sich nicht überarbeiten. Tja.
Weißt du, was ich auch lustig fand? Hier sagte dann irgendwie die Fotografin, aber wir sind ja nicht in der Schule. Also sowas wie die Klingel beendet nicht den Unterricht und sowas. Ja, sie sagt irgendwie, wir sind doch hier nicht in der Schule, wo man beim ersten Klingeln den Griffel fallen lässt. Ja, ja, es ist in der Schule auch nicht so. Nein, das habe ich mir dann nämlich auch gedacht. So, ja, in der Schule ist das auch nicht so. In der Schule kommt ja dann immer diese berühmte Spruch. Nein, sag es nicht, sag es nicht! Untersteh okay, dich. Ich sag's nicht. Aber ihr kennt ihn alle. Ich bin seit 8 Jahren aus der Schule raus, ich will ihn immer noch nicht hören. Niemand will diesen Spruch hören. Naja, aber die Three Lights sind halt einverstanden, also wenn sie es durchziehen. Weil sie sind Profis. Und die Fotografin ist auch ein Profi, wie Minako jetzt feststellt, und sie selbst ist noch eine Anfängerin. Ist aber eigentlich auch ganz cool, wie sie da. Sie nimmt das recht gelassen auf und sagt, ja, sie muss sich halt noch mehr anstrengen. Das stimmt. Ja, sie nimmt das wirklich sehr gelassen auf. Und dann kommt die Eisenmaus. Genau, Sailor Iron Maus. Ja. Greift natürlich die Fotografin an. Hat noch so einen Mini-Dialog mit ihr, als die sich gerade, keine Ahnung, einen Kaffee holt oder so. Man sieht nicht genau, was sie da trinkt. Irgendwas halt aus so einem, ihr kennt ja diese Vendoring-Maschinen, die gibt's ja in Japan irgendwie an jeder Ecke. Nee, diese Automaten für alles. Ja, ja, aber sie hat halt diese Pappbecher in der Hand. Ach so? Okay, dann war es wahrscheinlich wirklich Kaffee, weil ich... Glaube ich zumindest. Auf dem Bild hier habe ich gerade eine Dose fallen sehen, deswegen... Ach so, ich dachte, es wären diese Pappbecher, aber ich bin nicht sicher. Ne? Und dann wird sie halt angegriffen, der Sternkristall kommt raus, ist aber natürlich kein Sailor Crystal. Sie wird erstmal zu gar nichts, das dauert noch einen Moment. Ach so. Minako verwandelt sich sofort und will alleine angreifen. Ist das jetzt mutig oder doof? Ich bin mir nicht ganz sicher. Was aber doof ist, ist der unnötigste Panty-Shot seit langem. Echt? Das habe ich gar nicht gesehen. Ja, der ist vollkommen überflüssig, weil... Man hätte bei dem gleichen Bild den Winkel minimal ändern können. Es hätte an der Aussage nichts geändert, es wäre nur der Panty-Shot nicht drin gewesen. Das ist reiner Fanservice. Ich hasse sowas. Und vor allem ist es ein Panty... Also irgendwie die Panty-Shots bei den Senshi gibt es ja wohl öfter. Ich meine, es ist irgendwo logisch, wenn die so kurze Röcke haben, ergibt sich das, aber dann macht doch halt die Röcke länger. Ja, oder filmt halt dann von einem anderen Blickwinkel aus und nicht so von unten. Naja, was heißt filmen, ne? Also zeichnet halt nicht so. Eben. Oder wenn ihr es schon unbedingt so zeichnen müsst, dann macht einfach einen Schatten dahin. Ja, oder es gibt auf jeden Fall genug Möglichkeiten. Naja, Usagi ist ja auch die ganze Zeit dabei, um auf Minako aufzupassen. Ja, die war übrigens voll hungrig, hat sich jetzt aber gerade ein paar Reisbälle reingepfiffen, verwandelt sich und kommt dann an mit die Senshi, die dank Reisbällen jetzt wieder Power haben. Okay, das wird im Deutschen komplett ausgeblendet. Oh, also, schade. Da ist sie zwar auch futtern, aber der Spruch kommt nicht. Das fand ich ganz witzig. Sondern es gibt so eine Doppelvorstellung. Also sowohl Venus als auch Moon sagen quasi einmal ihren kompletten Vorstellungsspruch, was ja auch nett ist. Mhm. Ja, und Venus greift an und trifft nicht. Ja, sehen wir jetzt schon den Fart? Nee, also sie schießt quasi auf Iron Maus, trifft nicht, dann verdrückt die sich und dann kommt der Fage. Genau, und es ist Sailor Gekisha. Und laut dem Online-Wörterbuch heißt Gekisha ein tolles Foto schießen, so im richtigen Moment. Ja, also hat auf jeden Fall was mit Fotos zu tun. Okay, ich finde, dass der Fage sieht für mich halt so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Frosch und Schildkröte. Ja, so froschartig war er wirklich, aber er hat halt auch so eine Kamera. Ja, und aber auch so einen Schildkrötenpanzer auf dem Rücken. Ja, strange. Ja, und eine Kamera so, weißt du, so eine Kamera an die Hand, an den Arm geschnallt. Also quasi so der Powerbeam von Samus Aran, nur ist es eine Kamera. Ja, apropos Powerbeam, die drei Leuchten sind auch schon da. Die drei Leuchten, ja, genau. Und wir sehen das erste Mal Star Sensitive Inferno, die Attacke von Star Healer. Ja, hat auf Deutsch jetzt nicht ganz so den geilen Namen. Sailor Star, lähme sie! Und es lähmt nicht. Die Attacke lähmt nicht. Warum auch? Also, es macht da nicht mal das, was es im Deutschen sagt. Ich habe übrigens auch schon öfter gehört, irgendwie, dass Sailor Star Healer Heilkräfte haben soll. Aber nein, er heißt zwar Healer, aber sie kann nicht heilen. Es wird natürlich voll Sinn machen. Aber sie kann nicht heilen. Aber Heilkräfte sind im Sailor Moon-Universum ja rar gesät, ne? Wer hat schon Heilkräfte? Mamoru, Ohotaru, Moon, das war's eigentlich, ne?
Ja, und Mamoru. Vielleicht Kakyu. Also Kakyu, glaube ich, hat auch Heilkräfte. Das sieht man zwar nie, aber ihr traue ich das zu. Ja, stimmt. Sie hat ja auch ähnliche Kräfte wie Sailor Moon anscheinend. Ja gut, Mamoru, so richtige Heilkräfte hat er auch nicht. Er kann halt zum Beispiel jetzt Chibiusa am Leben erhalten, aber sonst... Ja, doch, der heilt doch. Warte mal, ich habe doch letztens in Crystal irgendwas gesehen. Ach, ist egal. Ne, der kann halt die ganze Erde überblicken, aber meinst du das? Nee, ach, ich komme gerade nicht drauf. Irgendwie hat sich da gerade was in meinem Gehirn verknotet. Machen wir einfach weiter. Egal, ja. Ja, die Attacke wird abgefeuert. Der Fage wird halt, ich sage immer Fage, ich bleib auch dabei. Ich sag dann wahrscheinlich immer Fagi oder Fage. Ja, und dann macht Sailor Moon halt ihr Ding, irgendwas Honeymoon Therapy Kiss. Starlight Honeymoon Therapy Kiss. Danke. Warum werden die Attackennamen eigentlich immer länger? Ja, ist echt so, also am Anfang so Moon Tiara Action, drei Wörter und jetzt Starlight Honeymoon Therapy Kiss. Es gab mal irgendeine Magical Girl Serie, da haben sie sich so ein bisschen darüber lustig gemacht. Ich glaube, es war bei Doremi, weil die Zaubersprüche einfach viel zu lang waren und die Bösen einfach reagieren konnten. Sehr gut. Ja, ich habe auch mal in so einem Comic, ja, es war halt auch so eine Sailor Moon Verarsche, da war dann auch irgendwie so 10 Wörter lange Attacke. Und das habe ich dann für meine Fanfiction übernommen, diesen Gag. Also für eine Fanfiction zu Sailor Chibi Moon. Das ist auch, mein Gott, das ist auch ein bisschen sehr übertrieben, ne? Ja, vielleicht. So, naja, dann hauen die drei Leuchten wieder ab. Ja, und sie verwandelt sich zurück. Genau, und dann gibt's halt im Grunde nochmal die gleiche Szene im Fruit Parlor. Also im Crown, ich sag im Crown. Ja, die Senshi denken halt jetzt, Minako hätte ihren Traum aufgegeben, ein Star zu werden, aber nö, sie versucht's jetzt mit Auditions. Okay, im Deutschen wird nicht wirklich klar, was jetzt eigentlich ihre neue Idee ist. Sie sagt nur, ja, sie will jetzt selber ein Star werden. Okay. Ja, ich meine, selber ein Star werden wollte sie ja vorher auch, aber jetzt versucht sie es halt auf einem anderen Weg. Hm. Halt jetzt ohne die Three Lights. Ja, erste Amtshandlung, als sie reinkommt, ist natürlich wieder Usagi zur Seite ballern und ihren Saft austrinken. Es ist schlimm. Ich find's auch geil, wie Usagi immer so ganz pikiert guckt, so, hä, was machst du da? Mein Saft. Oh. Nee, gar nicht mal so irgendwie traurig, sondern einfach nur... Was soll das? Also so empört. Hallo? Das ist mein Saft? Gut. Das war dann eigentlich die Folge. Ich gehe noch mal kurz meine Notizen durch. Das waren noch nicht viele, aber ja, okay, nee. Okay, ich bin auf alles eingegangen, wo ich hin wollte. Kleiner Funfact, der Schätzchenzähler steht auf 7, ist in dieser Folge aber nicht weitergekommen. Ja, dann Bewertung. Ja, für mich gab's hier... Haben wir eigentlich schon mal gesagt, was wir jetzt für eine Bewertung haben? Wir vergeben natürlich Sternenkristalle, ne? Ja, stimmt, das haben wir gar nicht gesagt. Ich weiß, dass das sagen wir eigentlich nie dazu. Es ist eigentlich schade, wir vergessen das immer. Ja, also für mich hat die Folge 3 von 5 Sternenkristallen und jetzt, nachdem ich sie nochmal gesehen habe, bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich ihr vielleicht doch eher 2 geben will. Ja, ein ähnliches Gefühl habe ich auch. Ich habe mir auch 3 aufgeschrieben, aber noch die 2 eingeklammert, also so 2 bis 3 mit Tendenz zu 3. Aber ich glaube, als ich sie, heute Morgen habe ich sie gesehen und da habe ich gedacht, ich weiß nicht warum, aber irgendwie fand ich sie cool. Ja, also wenn man drüber nachdenkt, ist sie gar nicht mal so gut, aber ja, sie ist ja doch ein bisschen unterhaltsam. Ich finde das eigentlich auch ganz cool, so mit den Stars, dass das halt schwieriger ist, als man jetzt denkt und sowas. Ich bin ja auch Fan von so Idol-Sachen und Musik und sowas. Das schlägt dein Hannah Montana-Fan durch, ne? Mein Hannah Montana-Fan? Nein, mein genereller Musik-Fan. Ach so. Ich war als Kind nämlich voll der krasse Hannah Montana-Fan. Ja, okay. Der Win. Da war ich mir echt nicht so ganz sicher, aber ich habe ihn jetzt tatsächlich mal Saki Itabashi gegeben. Das ist die Fotografin. Was? Okay. Ja, weil die benimmt sich zwar wie die Axt im Walde, hat aber doch ein paar ganz sinnvolle Sprüche auf Lager. Vor allem was so dieses, was Minako so ein bisschen wieder erdet, was Minakos Star-Allüren angeht. Okay. Also ich habe den Wind in Three Lights gegeben. Weil die waren nämlich meine Alternative, da war ich mir nämlich nicht sicher. Die hätten es auch werden können. Ja, die haben halt wie Profis gehandelt und ja, auch wenn sie halt müde und hungrig waren, sie haben da weitergemacht, auch wenn die Zeit abgelaufen war, haben diesen Saft getrunken und haben sich nicht beklagt.
Nee, beklagen ist nicht so deren Ding. Noch nicht. Nö. Ja, wer war denn dein persönlicher Fail der Folge? Ich hab so eine Ahnung. Ja, also als Oliver Menschen habe ich mal die Fotografin. Ja, weil es halt, wie gesagt, nicht cool ist, Leute von weiter weg zu fotografieren. Also halt ohne deren Erlaubnis. Aber natürlich ist mein Fail Minako für diese Aktion am Anfang von wegen, ja, und dann tue ich so, als wäre ich deren Freundin und wir machen illegale Fotos und veröffentlichen die in der Presse. Wait. Ich schwöre dir, wäre die Zielgruppe ein bisschen älter, hätte sie so eine Nummer abgezogen, dass sie die versucht mit den Fotos zu erpressen oder sowas. Wahrscheinlich. Arme Minako. Ja. Ich will die coole Minako wieder haben. Ja, also es ist auch nicht so, dass ich Minako gar nicht mag. Es tut mir ja schon selber so ein bisschen leid, dass ich immer so auf ihr rumhacken muss, aber sie ist halt in den späteren Folgen einfach irgendwie so unmoralisch und aufgedreht und nicht mehr so cool wie früher. Finde Ja. ich. Es ist nur meine persönliche Meinung, ja. Ist wahr, aber sie sorgt wenigstens für ein paar Lacher. Wer meine ausführliche Meinung zu Minako hören will, der kann sich ja mein Video zu Sailor Venus anschauen. Genau, denn Matt, er macht eine Reihe mit meine Meinung zu, wo er halt zu jeder Senshi die Meinung sagt. Ja, Yay. nicht nur Senshi. Ja, stimmt, auch andere Also Charaktere bis sind ja jetzt sind es nur klar. Senshi, aber es werden wohl noch andere kommen. Okay. Gut, dann wollen wir doch gleich weitergehen zu Folge 176, Musikalstars. Musikal, genau. Ach, wie ist Natürlich man. Musical. Ach, verdammt, ich dachte, wir sprechen ja alles Deutsch aus. Das ist ja schrecklich. Ja, Stars ist ja auch so voll das deutsche Wort. Ja, Stare, das sind Vögel. Hallo? Ach so, das sind quasi musikalische Stare. Ach so, ich Ja, verstehe. was hast du denn getan? Ja, auf Japanisch heißt die Folge Fighters wahre Identität. Schockierende Superverwandlung. Ja, voll schockierend, niemand hätte je damit gerechnet. Ich weiß, ich liebe das ja, wie die uns immer diese völlig offensichtlichen Plot-Twists als Mega-Plot-Twists halt verkaufen wollen. Ja, echt so, also, ey, komm. Ich meine, okay, es ist verwirrend, dass Seiya ein Kerl ist und Starfighter eine Frau, aber ey, komm schon. Also, das ist jetzt nicht das mega Geheimnis, was sie uns hier offenbart. Das hat jeder gecheckt. Nein. Vor allem, weil die schon in der letzten Folge im Proberaum gesessen und davon gesprochen haben, dass sie irgendjemanden suchen. Und Ja, gut, als Starlight haben sie auch schon mal davon gesprochen, dass sie jemanden suchen. Also bitte. Ja, mal abgesehen davon, dass sie fast gleich heißen und fast gleich aussehen. Ah, schlimm. So. Okay. Übrigens hat Ja, diese mit was Folge bei fängt mir es denn einen ganz an? gewaltigen Hä-Faktor. Okay, warum? Dazu kommen wir noch. Ja. Ja, es fängt halt an mit den Three Lights beim Proben. Diesmal aber nicht für Musik, oder also auch für Musik, sondern für irgendeine Musical-Show. Genau, und da proben sie halt, aber die Regisseurin bricht ab und sagt wieder, Seiya, war alles Kacke bei dir, wir müssen das nochmal machen. Und als er halt dann fragt, so, ja, was war denn jetzt schon wieder falsch? Alles. Alles. Ey, beste konstruktive Kritik ever. Also damit erzielt man auf jeden Fall Fortschritte, indem man einfach nicht sagt, was falsch war. Da Ich kann man glaube sich super es. verbessern. Das ist, glaube ich, jetzt der Podcast-Rekord. Es hat noch niemand so schnell geschafft, auf dem Fail des Tages zu landen. Ja, echt. Also, Die Folge läuft inklusive Intro noch keine 3 Minuten und der Fail des Tages steht schon fest. Ja, echt so. Ah, also ich meine, vor allem als Regisseurin, da es ist ja okay, wenn etwas nicht gut ist und du sprichst das an, das musst du natürlich machen, aber dann kannst du halt nicht sagen, ja, alles ist Kacke und du bist auch Kacke. Du musst halt dann genau sagen, was war jetzt nicht gut und warum, und das kann man auch freundlicher ausdrücken und genauer. Keift die im Japanischen auch so schrecklich rum? Ja, schon irgendwie. Also Okay. jetzt nicht von der Stimmlage her, aber halt von dem, was sie sagt. Alter. Naja. Okay, Saya is not amused, aber halb so schlimm, am nächsten Tag darf er auch noch einen Mathe-Test vergeigen. Ja, genau. Also er muss halt immer dran denken, wie die ihn fertig macht. Das ist ja auch öfter schon passiert. Und deshalb verhaut er dann so richtig krass diese Klausur und kriegt irgendwie nur 16 Punkte von 100. Was sehr, sehr wenig ist, ne? Ich meine, das 16%, das ist, ich glaube, das ist eine 6, oder?
Ja, weniger als 20% ist Ja, eine 6. ungenügend sagen sie, glaube ich, auch im Japanischen. Ja, aber wo sage ich jetzt auch nicht so viel besser? Was auch wahrscheinlich ein Grund ist, warum sie so gerne geschippt werden, das sei ja wahrscheinlich auch nicht im Gegensatz zu Mamoru nicht ganz so einen abgehobenen Intelligenzlevel im Gegensatz zu Usagi hat. Ja, gut, aber stellt sich halt dann jetzt die Frage, was besser ist. Also Ist ich auf jeden meine. Fall, also das Niveau der beiden ist ähnlicher als das Niveau von Usagi und Mamoru. Das heißt natürlich nichts, aber Ja, schon. ja, Aber naja, okay. aber Saya ist ja gar nicht so blöd, sondern ist nur aufgeregt wegen der Musical-Nummer. Das erzählen die jetzt auch. Und Usagi meint, ist das denn so schwierig? Und Minako sagt, ja, das ist so ungefähr, jetzt müsstest du 1000 Matheaufgaben an einem Tag lösen. Nee, im Japanischen sagt sie da was anderes, nämlich irgendwie verschiedene Sachen. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau was, aber halt einfach verschiedene Arten von Aufgaben auf einmal. Weil sie halt dann erklärt, ja, und da muss man singen und tanzen und schauspielern können. Und ich kann das bestätigen. Ich habe an der Uni in zwei Musicals bisher mitgespielt und es ist wirklich anstrengend. Vor allem halt dann mit diesen drei Sachen, wenn du die Tänze noch extra lernen musst und die Songs noch extra lernen musst, das ist schon, ja, schwierig. Aber cool. Ja, also es macht auch super viel Spaß. Was wollte ich sagen? Genau, 1000 Matheaufgaben an einem Tag, sagt sie eben halt im Deutschen. Wo ich dann so kurz überlegt habe, 1000 Matheaufgaben an einem Tag. Wenn du halt an dem Tag nichts anderes machst, ist das gar nicht so ultra viel. Kommt halt drauf an, welche Matheaufgaben. So in der Oberstufe brauchst du ja für eine Matheaufgabe schon eine halbe Stunde manchmal. Ja, Polynomdivision wird es jetzt nicht sein, wenn man bedenkt, wie alt Usagi ist. Ah, der Begriff sagt mir was, aber ich habe ihn schon wieder vergessen. Ich habe alles in Mathe schon wieder vergessen. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ach so, genau, jetzt kommt Ray an, weil ich weiß nicht, stalkt Ray die Three Lights? Kann das sein? Ja, so ein bisschen. Also auf jeden Fall kam sie halt natürlich wegen denen her und hat das halt mitgekriegt und jetzt schlägt sie vor, dass die Three Lights ja auch zum Mikawa-Schrein kommen könnten, zum Lerntreffen und wie toll das alles ist. Aber die Three Lights können nicht, weil sie haben jetzt Musicalprobe. Und sie preist diese Lerngruppe noch so an. War das nicht so schön früher, wie wir da gesessen und gelernt haben? Und wie sich einfach keiner dafür interessiert und selbst Ami lieber zu der Probe will. Ja, ist echt so. Und sie sagt dann auch irgendwie, ja, und es war alles so anstrengend, aber wir haben uns gegenseitig angesprochen. Du musst gar keine Aufnahmeprüfung schreiben, Ray. Ja, gut, aber sie hat ja, im Deutschen sagt sie ja nicht, dass es so anstrengend war, sondern nur, dass es so schön war. Ah, ich weiß nicht mehr, ob sie das im Japanischen auch so gesagt hat. Da klang es halt mehr wie, es war jetzt vielleicht nicht so schön, aber halt hilfreich. Ja, Ja, aber auf jeden Fall wollen halt alle lieber zu der Musicalprobe gehen und zuschauen. was ich irgendwie auch nachvollziehen kann. Ja, natürlich ist das schöner als lernen. Und ja, dann gibt es im Grunde nochmal mit etwas leicht verändert nochmal die gleiche Szene. Die Regisseurin ist immer noch sauer und jetzt merkt sie ja auch mal an, er könnte mir nicht wenigstens sagen, was willst du eigentlich? Ja, und dann sagt sie halt auch wieder, ja, war alles irgendwie kacke, dein Gesang war kacke, dein Tanz auch und dein Schauspiel auch. Super. Alles Mist! Alles Mist! Ja, ich glaube, in der Szene, da haben sie ja nicht mal richtig geschauspielert. Es war nur Vielleicht, eine Tanzszene eigentlich, ne? ja, so ein paar Töne haben sie gesungen, aber sonst auch fast nichts. Ich meine, gut, natürlich musst du beim Tanzen auch in deiner Rolle bleiben, aber so richtig krass geschauspielert war es hier nicht unbedingt. Ja, und dann gibt's eine kleine Pause. Die können sich ein bisschen ausruhen. Saya kann ein bisschen runterkommen und die reden halt mit den Inners, Ray ist jetzt auch dabei. Das ist wichtig. Ich weiß gar nicht mehr genau, worüber die dann reden, nur halt, dass es irgendwie alles total doof ist und so weiter. Und Ja, und irgendwann dass kommt. die Regisseurin sie halt hasst. Und irgendwann kommt die raus und Ray erkennt sie als Schwester Angela von ihrer Mädchenakademie-Dings. Ich finde es ja cool, dass das tatsächlich mal, das hatte ich nämlich gar nicht mehr im Kopf, dass das nochmal aufgegriffen wird im Anime. Ich auch, ich hatte das voll vergessen. Aber hier geht nämlich das, was ich meine. Das ist so der große Hä-Faktor. Okay, warum? Weil ich meine, nachher sehen wir sie, also schließlich glaube ich sogar fast unmittelbar in diese Szene an, sehen wir sie halt an der Schule und sie redet dann plötzlich auch ganz ruhig und recht normale Sachen. Sobald sie nicht mehr quasi ihr Draußen-Outfit trägt, ist sie relativ vernünftig. Aber als Regisseurin ist sie einfach nur, ja, wie ich das nenne, sage ich jetzt lieber nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Also man sieht sie halt dann, wie sie so als Nonne in der Kirche irgendwie betet und dann kommt irgendwie Seiya rein und ja, stellt sie halt auch nochmal zur Rede,
Was ich auch strange finde, ist, dass halt Seiya hier so tut, als könnte sie nicht Nonne und Regisseurin gleichzeitig sein. Wo ich mir dann auch dachte, warum jetzt nicht? Naja, wenn sie... Nein, das Fass mache ich jetzt nicht auf. Ich wollte schon wieder auf den Unterschied zwischen Nonnen und Ordensschwestern eingehen, aber naja. Ach so, ja, das weiß ich jetzt nicht. Also auf jeden Fall sagt er halt dann, ja, aber dann machst du ja nur halbe Sachen. Und dann sagt sie im Gegensatz, nein, du machst nur halbe Sachen. Warum auch immer. Und dann kommt sie halt darauf und sagt halt, ja, dass sie ja sonst bei ihren Auftritten immer diese Liebe und alles reinlegen, weil sie ja unbedingt KQ suchen. Deshalb klingt das halt anscheinend viel glaubwürdiger und toller und so ähnlich soll er das beim Musical eben auch machen. Mhm. Ja, es geht halt, sie sagt auch irgendwie sowas von wegen, ja, sie muss die so antreiben, damit sie auch das Beste aus sich rausholen. Ja, aber deshalb musst du nicht arschig sein und super fies. Du kannst ihnen trotzdem sagen, was nicht passt, aber halt nicht so fies. Stimmt. Was wollte ich sagen? Und dann sagt sie noch sowas wie, so bin ich halt, ihr müsst mich ja nicht mögen, ihr müsst halt nur durchziehen. Okay, ja, so kann man drauf sein. So macht man sich jetzt halt nicht unbedingt Freunde, aber bitte. Ja, ich verstehe auch nicht so ganz, was sie jetzt... ich verstehe das einfach alles nicht so recht. Ja, das ist der große Hä-Faktor, den ich meine. Ja, ich habe jetzt schon wieder vergessen, was ich meinte. Mhm. Auf jeden Fall soll uns verkauft werden, dass Saya jetzt irgendeine Form von Lektion gelernt hätte. Ich verstehe nur nicht, welche. Ja, ich auch nicht. Also anscheinend sollte er halt da irgendwie das gleiche Gefühl reinlegen wie bei seinem Song für KQ. Aber wie soll er das denn jetzt machen? Das Musical ist ja nicht für KQ. Und ansonsten, ich verstehe das Ganze nicht so recht. Ich kann auch nicht mal richtig beschreiben, wo gerade das Problem liegt, aber manche Sachen verstehe ich ja einfach gerade nicht so 100%. Nee, also ganz ehrlich, dieser ganze Dialog mit Schwester Angela ist schön. Er ist da, aber ich bin hinterher genauso schlau wie vorher. Ja, also so ein bisschen verstehe ich schon, was sie meint, aber ja, so ganz verstehe ich halt nicht, wie Seiya das denn dann umsetzen soll. Das Kuriose dabei. Seiya geht da raus, als hätte er jetzt irgendwie wie die Mega-Lektion gelernt. Nur ich habe sie nicht verstanden und du anscheinend auch nicht. Ja, so ein bisschen schon, aber nicht ganz 100%. Wenn ihr da schlauer seid, dann schreibt es mal in die Kommentare. Also ich stehe da eigentlich genauso wie Usagi, die nämlich auch nicht versteht. Die ist nämlich auch dabei, als Seiya dann weggeht. An dieser Stelle wird der Schätzchen-Counter um 2 Punkte angehoben. Ja, stimmt. Dann reden die beiden nämlich so ein bisschen. Und... Und Usagi kapiert halt genauso viel wie ich, nämlich gar nicht. Ja, dieser Satz ist ein bisschen strange, der jetzt kommt. Usagi fragt dann auch wieder, warum er sich das alles gefallen lässt. Und dann fragt sie, bist du ein Maso? Oh. Da ist sie auch schon so, okay, wow. Wer sagt nochmal, dass Sailor Moon eine Kinderserie ist? Tja, kommen wir einfach mal ganz schnell zum nächsten Thema. Seiya fragt nämlich auch, ob sie einen Freund hat. Das hat sie dir schon gesagt, nämlich in der allerersten Folge, wo ihr euch getroffen habt. Ja, genau. Schön, wenn du dir das mal merken würdest, aber gut. Ja, aber jetzt hat er es ja begriffen, aber jetzt kommt das Beste daran. Der ist gerade jenseits des Pazifik. Ja, dann habe ich eine Chance bei dir. Wait. Und ich frage mich bei dem Satz eigentlich gerade, wie Saya es trotzdem geschafft hat, mein Win des Tages zu werden, aber naja. Ja, meiner auch. Glaube ich zumindest. Ja, das verstehe ich auch nicht. Also, ja, sie hat einen Freund, ja, der ist auch gerade nicht da, aber das heißt nicht, dass du jetzt die Freikarte hast, sie anzubaggern. Nein. Sie hat trotzdem einen Freund. Das ist das, was mich an Seiya so nervt. Ich meine, ich verstehe, dass er in sie verknallt ist und so, aber er baggert sich halt trotzdem so ran, und obwohl er genau weiß, dass sie einen Freund hat und dass sie ihr wichtig ist. Aber nö, das ist ihm scheißegal. Da hätte ich mal wieder, wie man das viel besser hätte erzählen können. Ja. Nämlich, Seiya kriegt ja irgendwann mit, dass Mamoru sich nicht meldet. Mhm. Und wenn er ab dem Moment erst damit angefangen hätte, dann hätte ich es irgendwo verstanden, ne? Weil dann hätte er so diesen Gedanken gehabt, ja, was ist denn das für ein Vogel, der sich nicht bei Usagi meldet? Der hat die gar nicht verdient. Ja, das wäre gut gewesen, aber hier, der weiß das gar nicht. Ich glaube, das weiß er auch bis fast zum Schluss gar nicht. Ja, aber das dauert ja generell ewig, bis sie irgendjemandem gegenüber damit rausrückt. Und bis jetzt ist es eh noch nicht auffällig, dass er sich nicht meldet.
Ja, und ich glaube, irgendwann in irgendeiner Folge, nämlich in Allein zu Hause, sagt irgendwie Seiya auch, du treibst ein ganz übles Spiel mit ihr. Zu Mamorus Foto sagt er das. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt weiß er noch gar nicht, dass Mamoru sich nicht meldet. So, warum? Ich meine, nur weil er jetzt gerade nicht bei seiner Freundin ist, du kennst die Hintergründe gar nicht. Oh Ja, Mann. habe ich schon mal erwähnt, dass ich die drei Leuchten gar nicht mal so sehr mag? Ja, so generell mag ich Seiya schon, aber dieser Punkt nervt mich halt schon sehr. So, Ja, dann glaube ich, kommt eh schon langsam mal Iron Maus. ja, dann gibt's noch, Moment, ich muss gerade noch mal den Faden wiederfinden. Genau, dann geht Usagi will halt auch wieder mit rein. Also Saya legt jetzt mit Akane, aka Schwester Angela. Ich weiß nicht, was jetzt ihr richtiger Name ist. Ich vermute mal, ihr richtiger Name ist Akane, weil Angela klingt wie ein Ordensname. Ja, also ich schätze mal, der japanische Name wird ihr richtiger sein. Jedenfalls, die legen jetzt halt eine Sonderschicht ein zum Üben und Usagi guckt, will quasi auch zugucken, aber Rei kommt an und fängt sie ein, so nach dem Motto, du musst lernen, du hast den Mathe-Test vergeigt. Voll süß Genau. irgendwie. Ja, das stimmt. Und ja, dann kommt Iron Maus und schnappt sich Akane, als die sich gerade einen Kaffee holt. Ach, oder war das dann hier mit. Ah, nee, das war hier mit den Pappbechern, genau. Weil hier hatte sie, glaube ich, auch einen für Seiya dabei. Genau, ja. Greift sie also direkt an, ballert, und dann passiert eigentlich das, was immer passiert, sie ballert den Kristall raus, der ist halt kein echter Sternenkristall, bla Fasel. Aber Saya kriegt das halt mit. Ja, und jetzt kommt. Oh mein Gott, jetzt haltet euch fest, Leute, der Plot-Twist des Jahrtausends! Er verwandelt sich in Sailor Starfighter. Oh nein, damit hätte niemand jemals gerechnet. Weißt du, was ich für voll geil gefunden hätte? Wenn die Three Lights natürlich die Starlights sind, aber jeweils eine ganz andere. Also wenn quasi Saya wär Maker gewesen und so weiter, das wäre voll geil gewesen. Hätte überhaupt keinen Sinn ergeben. Die Vorstellung ist lustig. So was? Ich hab gedacht, ich wäre Starfighter. Pff, nee, ich bin Star-Healer. Wie bist du darauf gekommen? Naja, weil ihr total gleich. Oh. Das kann ich ja gar nicht erkannt haben, weil Baum. Tja, ich möchte übrigens anmerken, die Verwandlungsmusik der Starlights ist eine meiner Lieblings-Soundtracks. Sogar mein Lieblings-Soundtrack aus dem 90er-Anime zusammen mit dem Outer-Senshi-Theme. Ich liebe es. Es ist cool. Ja, und übrigens, hier ist es nur noch die kurze Verwandlung. Es gibt später noch eine andere. Aber hier sehen wir eigentlich nur Sayas Männerkörper, wie der dann überblendet zu seinem weiblichen Körper und dann macht er eine Pose und das war's schon. Ja. Ja, das halt, ich glaube halt in der Welt von Sailor Moon sind halt haben halt alle einen Puppenkörper. Ja, er sieht halt auch in männlich aus wie Ken. Aber das ist auch ganz gut so. Ja, Gott sei Dank, aber Ja, stimmt. Ich meine, Sailor Moon sieht da nackt auch gefühlt aus wie Barbie. ja, ich finde das ein bisschen inkonsequent, wo ich immer denke, wenn ihr sie schon nackt zeigt, dann blendet den Teil doch irgendwie aus, dass man den halt nicht sieht, aber macht doch nicht sowas. Na, Naja. ich finde es nicht so schlimm. Ja, aber Und dafür, dann. dass sie sich nachher Mühe geben, bestimmte Kristalle an bestimmten Stellen zu haben, ne? Mein Gott, wir werden die Stimmung in dem Moment so killen in der letzten Folge, wenn wir uns darüber Ja, lustig wieso machen. denn wir? Wer hat das denn bitte gemacht? Der Anime killt die Stimmung selber. Ihr werdet schon auch sehen, was wir meinen. Ja, beziehungsweise ihr wisst es wahrscheinlich eh schon. Ja, auf jeden Fall. Fighter will jetzt aber den Fudge umbringen. Warum auch immer? Ich meine, okay, zuerst ist Sailor Moon nicht da, aber selbst als Sailor Moon dann auftaucht, will er immer noch den Fudge umbringen, wo ich mir denke, why? Genau, das habe ich nicht mehr aufgeschrieben. Ich verstehe diesen Konflikt nicht. Ich meine, okay, als Sailor Moon noch nicht da war, wie du schon sagtest, da habe ich es verstanden, aber jetzt ist sie Ja. da. Die wissen doch, was Sailor Moon machen kann. Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Also, Seiya erzählt dann halt sowas wie, ihr wisst ja gar nicht, wie sehr wir leiden mussten und wir sind von dem Planeten geflohen und bla, irgend sowas erzählt er halt, dass es ihm so schlecht geht. Aber das ist doch jetzt kein Grund, den Fudge umzubringen, wenn Sailor Moon daneben steht, die den Fudge einfach zurückverwandeln kann. Ja, also voll dramatisch, aber irgendwer hat nicht aufgepasst. Also, ich verstehe es einfach nicht.
Ich verstehe vieles also in dieser Folge nicht. Das ist die, das wird der Episodentitel. Ich verstehe es nicht. Ja, wahrscheinlich. Also das verstehe ich jetzt auch nicht, keine Ahnung. Aber natürlich, Sailor Moon rettet den Fudge. Ach ja, und was mir übrigens aufgefallen ist, kann es sein, dass ab hier diese Blumen mit dem Kristall immer an dem Kopf rauskommen und vorher waren die immer bei der Brust? Kann es sein? Habe ich überhaupt nicht drauf geachtet, wo die... Ich meinte, die würden immer aus dem Kopf kommen, aber ich habe da echt nicht drauf geachtet, die letzten Folgen. Nee, also ich glaube, die letzten Folgen war es tatsächlich aus der Brust, aber wahrscheinlich hat man sich dann gedacht, ist vielleicht doch gar nicht mal so gut, machen wir das lieber woanders. Gut, da kommt Fun Fact, die Blume, das kommt im Deutschen nicht so rüber, aber es sind ja auch die Star Seeds, deshalb die Blumen. Ja. jetzt habe ich gerade, ich wollte gerade noch was sagen. Ach genau, Saya, also beziehungsweise Starfighter merkt dann noch so ein bisschen an, vielleicht bin ich ja euer Feind oder sowas. What the fuck? Ich meine, okay, Saya, dein Ziel ist nicht die Erde beschützen, du willst KQ finden, okay, aber trotzdem hilfst du doch auch den Leuten. Und gerade du bist doch eigentlich der Vernünftige der Truppe, also was hier Friedensschließen angeht. Ich finde das übrigens sehr besorgniserregend, dass Saya der Vernünftige der Truppe ist. Also zumindest was halt das angeht mit, ja, wir helfen euch schon, ist halt eigentlich Sayas Ding und die anderen sind halt so, nö, die Erde ist uns eigentlich auch egal. Nochmal, der Typ, der gemeint hat, ich renne mal ohne Schutzanzug auf den Footballplatz, ist der Vernünftige der Truppe. Ja, das stimmt, das spricht nicht so ganz für die Three Lights. Tja. Ach ja, und irgendwie dann redet er halt noch irgendwas von KQ. Und wir sehen auch so eine verblendete Silhouette von KQ, also wir erkennen sie noch nicht. Na, die und haben dann, wir vorher sogar schon gesehen. Ach so, und dann auf einmal kommt aber Sailor Moons Kopf davor. Ja. Und das verstehe ich auch nicht. Ich verstehe es schon so ein Stück weit. Aber das versteht man auch nur, wenn man eigentlich weiß, wie es weitergeht. Nee, ich verstehe es auch so nicht so ganz. Ich meine, Saya weiß doch eigentlich, dass Sailor Moon nicht die ist, die er sucht. Ja, er weiß doch, wie Prinzessin KQ aussieht. Ich weiß, das soll jetzt uns als Zuschauer verwirren, dass wir denken, dass Sailor Moon die Prinzessin ist, die sie suchen. Aber Saya weiß das doch selber. Ja, wobei ich bin mir nicht mal sicher, ob die überhaupt wollten, dass wir das denken, weil sie machen da keinen wirklich dicken Plot-Twist draus, ne? Naja. Aber anscheinend wollten sie schon, dass wir das denken, weil immer wieder diese Sprüche fallen wie, oh, und Sailor Moon hat einen ähnlichen Duft wie unsere Prinzessin oder halt dann diese Vorahnungen. Aber die Three Lights wissen doch, wie KQ aussieht. Außer die denken jetzt, KQ hätte sich in Usagi verwandelt. Das kann sein. Diese Szene macht insofern Sinn, wenn man weiß, wie es weitergeht, dass ja Sailor Moon im Laufe der Zeit für Saya immer mehr zum KQ-Ersatz wird. Ja, okay, aber das passt dann nicht so ganz mit dem, was er dazu sagt, weil er erzählt ja auch wieder, ja, wir müssen sie finden und sowas. Und außerdem ist das ja jetzt noch nicht so. Ja, ich sag ja, das macht nur Sinn, wenn man weiß, wie die Sache weitergeht. Ja, okay, sonst noch was zu der Folge. Ich finde ja übrigens gut, Rey ist ja auch irgendwie noch dabei, macht aber nicht viel. Außer, dass sie Schwester Angela erkennt. Ja, und dass sie sie ist beim Kampf auch dabei. Ach so, ja, stimmt. Und sie droht damit, Fighter zu erschießen. Ah ja, stimmt. Es soll auch so ein bisschen so eine Rey-Folge sein, aber sie macht nicht viel. Nee. Was ich jetzt aber cool gefunden hätte, so nachdem Fighter abzischt und dann so, ja, vielleicht bin ich ja euer Feind. Und dann sage ich so, Rey, wen rufst du da an? Sag nichts. Pluto, Eindringlingsalarm. Den ihr eigentlich hättet bemerken müssen, aber okay. Ja. Ja, aber die kommen auch Was bald. Was haben die jemals bemerkt? Ja, die kommen ja aber auch bald. Vielleicht deshalb. Okay. Das war's dann von meiner Seite für die Folge. Wie fandst du denn die Folge? Also eigentlich fand ich sie so vom Thema her mit dem Musical und sowas ganz cool. Deshalb habe ich mir jetzt 3 bis 4 aufgeschrieben, aber so rückblickend finde ich sie dann... Ja, es ist genau wie bei der letzten Folge. So, ich fand sie beim Anschauen eigentlich ganz cool, aber jetzt so irgendwie... Hä? Ja, ich weiß ja nicht mehr, warum. Ja, da waren halt einige Sachen, die, also jetzt rückblickend, die verwirrend sind und die wir nicht so 100% verstehen und die wir auch nicht ganz so cool finden. Aber trotzdem ist es halt irgendwie doch unterhaltsam anzuschauen. Und wie gesagt, ich mag das Thema mit dem Musical-Zeug eigentlich ganz gern.
Ja, ach übrigens, du hast vorhin gesagt, das wäre eine Rey-Folge. Eigentlich ist es, kommt jetzt einmal die Saya-Folge, die Taiki-Folge und die Yaten-Folge. Ja, das schon, aber hier schwingt halt so ein bisschen Rey mit. Bei der Taiki-Folge wird auch Ami so ein bisschen mitschwingen. Bei Yaten wird jetzt Luna ein bisschen mitschwingen, hinterfragt es nicht. Ist halt so. Naja, okay, wer ist dein Win der Folge? Ja, mein Win ist auch Seiya, weil er sich nicht unterkriegen lässt und immer weitermacht, obwohl die Frau wirklich arschig ist. Ja. Auch wenn er den Tsarch erschießen wollte. Ich habe meine Win und Fail ja irgendwie währenddessen schon gesagt, aber es ist natürlich auch Seiya. Wer könnte denn wohl dein Fail der Folge sein? Also, ja, jetzt wo ich so überlege, Seiya hätte es eigentlich auch verdient. Einmal für die Sache mit, oh, dann habe ich eine Chance bei dir. Und dass er halt den Tsarch einfach umbringen wollte. Aber mein Fail ist trotzdem Akane für ja, was du falsch gemacht hast, alles. Ich Auch sag's ja. wenn Seiya es eigentlich auch verdient hätte. Der war absoluter Rekord. Niemand ist so schnell auf dem Fail des Tages gelandet. Und ich glaube, Ja. das wird auch keiner mehr toppen. Ihr könnt übrigens abstimmen in den Infokarten, was ihr meint, oder in die Kommentare schreiben. Okay. Sind wir durch? Ja, ich glaube, wir sind durch. Sehr gut. Ja, dann sage ich ciao und bis zum nächsten Mal, eure Sailor Cat. Ciao, ciao und seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir etwas mehr über Taiki und Yaten erfahren. Luna sich mit Aliens anfreundet und Artemis schon wieder leiden muss. Das Mondlicht ist die Botschaft der Liebe. Mein Herz für Artemis.